Auto und Gemüt. Hier im Tiergarten. Bisschen mehr Druck, bisschen mehr Geschwindigkeit. Und achte dann noch hier drauf. Nach der Rundreitschikane Auto gerade stellen. Wir haben eine ziemlich starke Bremsung. Dann kann man die Bremse ein bisschen lösen und den links weg um die Leitplanke rum und dann nochmal nachbremsen. Körbe auf der rechten Seite ist dann optional, kann man nachher mal machen. Nochmal ein bisschen Temperatur im Reifen haben und ein bisschen mehr Druck.
draußen gerade an den Betonsteinen entlang platzieren könnt, positionieren könnt und Ende Betonsteine einlenken. Am Belagwechsel an innen am Schalter sein und dann raus bis zu den Betonsteinen wieder. Müllerbauer hier oben über die Kuppe weg, einmal links. Betoniert, das kann man auch gut als Orientierung für den Einlenker nehmen. So, Klosterfahrkurve, hier hat es wieder was gekauft. Ich fahre hier einfach kurz den Weg, das heißt, ich bremse mich relativ nach innen schon rein. Aber hier haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ups, Vorsicht, die fahren hier sehr langsam. Von ganz außen wieder nach innen reinziehen und kurz nach Beginn körperrechte Seite den